Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, yeah. Run it. Oh, I really feel it's my time. Ja, Burschen, wir sind wieder back in der schnellsten Buch Maxi Garage nördlich vom Runzenbach. Und zwar haben wir heute Dax Factory, ist ein neues Projekt. Ihr habt es vorletzte Woche schon gesehen auf meinem YouTube-Kanal, der Dax Factory, der neue Maxi für die ganzen Ausfahrten heuer, eine neue Touringbuch-Maxi sozusagen zusammengebaut. Und heute schauen wir sie die genau an mit unserem besten Videografen hinter der Kamera. Der zeigt euch die geilsten Bilder von dem ganzen Gerät. Und zwar, Dax, erzähl mal, was hast du vorgehabt? Die Leute haben es vielleicht eh schon ein bisschen mitgekriegt im ersten Video, aber du musst es dann auch mal das alles im Detail erzählen. Du hast zahlreiche Sachen aufgebaut. Du hast ein Raketenabwehrsystem. Ja. Dann hast du Öl, dass hinten die Gegner, dass ja, der schleudert. Alles Mögliche, gell? Erzähl mal, was hast du da bei dem Moped alles verbaut? Also, das Moped ist eigentlich Original-Moped. Okay. Ich habe geschaut, dass ich die Teile so verwende, so wie es bei einer normalen Maxi sind. Das heißt, Rahmen, Originallack, Felgen, Bremsen, Lenker, Griff. Ja. Der also, Großteil von den Teilen ist original. Ja. Alles original buch und aufgewertet, oder wie? Genau, alles aufs Letzte aufpoliert, da haben wir wirklich viel Zeit genommen für das. Mhm. Aber wer mich kennt, weiß, den bin ich nicht ganz zufrieden mit Originalteilen. Irgendwo müssen wir was versteckt haben und ja, immer Mühe geben, das alles so zum Unterbringen, dass man das einigermaßen nicht sieht. Und ja, ich glaube, es ist halbwegs gelungen, oder? Ja. Warum keine Nachbauteile, was man bei zahlreichen Buchteilehändlern kriegt? Buchqualität ist einfach unübertroffen. Das weiß ja jeder, der was auf einer Maxi schrauft. Und ja, deswegen habe ich geschaut, dass man auch um die Ersatzteile geht, wenn du irgendwo auf einer Ausfahrt bist, dass du da wirklich das passende Teil auch nachher kriegst, wenn irgendwas eingeht. Okay. Ja, Dax Factory wird jetzt, wir werden jetzt da die Teile einmal so der Reihe nach durchgehen, gell? Yeah. Wir fangen am besten beim Motor an, Dax. Dax, du brauchst Leistung, hast du gesagt, trotzdem, genau, obwohl es eine Ausfahrt fährt, gell? Was hast du da verbaut? Gerade bei einer Ausfahrt möchte ich Leistung haben. Ich habe verbaut Italkit 74 Kubik mit einer Kevlar-Kupplung von Oberösterreicher, wie heißt der, Aramid. Mhm. Kupplung sollte halbwegs robust sein, an der Originalkupplung gleichkommen. Ja. Ja, was haben wir weiters? Vergaser, Polini-Vergaser. Polini-Vergaser. Jawohl. Dann, ja, Membran, Malosse-Membran. Die geht schon ein wenig flüssig auf und zu. Ja. Was haben wir weiter? Weiter. Was hast du für eine Zündung verbaut? Zündung. Das Original. Das einzig wahre, 12 okay. Volt MVD. Das heißt, da möchte ich schon digital haben. Ja. Wie gesagt, alles, was man nicht sieht und was robust ist, kann man schon nehmen. Okay. Und vorwerkstechnisch, lacktechnisch, fangen wir mal so an. Raumantechnisch. Hast du da ein lackiertes Moped oder ganz warum? Wichtig. Einmal schaut das so aus. Österreichischer Rahmen, österreichische Stahlqualität. Kein italienischer Buchmaxi-Rahmen. Genau. Das ist einmal das erste Um und Auf bei einer Maxi. Ja, weiters. Der Lack, man sieht's, der hat schon einiges erlebt. Ja. Und das finde ich auch so lässig, ja. Da sieht man, dass die Maxi schon lang gibt. Ja. Und wie gut der Lack sich hält. Deswegen habe ich den auch original lassen. Die kleinen Marken, was sind, zeigen, dass das Maxi immer gefahren worden ist. Ja. Weißt du im Kilometerstand, was es gehabt hat vorher? Im Tacho sind 7000 oben. Ja. Kann stimmen, oder nicht? Waren sicher 14 mindestens dann, weil der Tacho sicher bei der Hälfte hin war. Okay, Dax, dann Lichtanlage, hast du schon gesagt, hast du was Gräbers verbaut, gell? Du hast auch das eigene Cockpit drauf auf den Maxi eigentlich, genau, gell? Die Maxi habe ich so erstanden, wie es da ist, mit den Lampen, mit dem Cockpit da oben, mit dem hohen Lenker, die hat es so gegeben. Das ist eigentlich so ein Maxi Condor, vorne beim Licht. Wenn wir schon dabei bleiben, habe ich eine H4-Lampe meiner da. Okay. Lost Wing Blenden vor allem. Ordentlich was sich. Okay. Was hast du sitzbankmäßig? Gell? Du hast schon gesagt, der Lenker ist höher, gell? Da kann man dann auch einmal mit der Sitzbank, wie geht sich das aus? Sitzt man da angenehm um oder wie auch immer? Ist die Sitzbank höher, breiter oder was auch immer? Normal nicht dazu, aber ich würde unbedingt eine haben. Okay. Zum gemütlich sitzen. Ja. Man kann zwischendurch einmal aufstehen, sich bewegen. Ja.
Das kannst du auf einem Sitz nicht. Okay. Und wie hast du schon Erfahrung gemacht, wie ist das mit Sitzbank? Du hast Pedale um, keine Fußrasten, gell? Hast du schon Erfahrungen gemacht, wie funktioniert das? Ist das Glassitzbank und Pedale? Pedale geben Sicherheit. Das ist, falls im Berg wirklich einmal irgendwas ist, kannst du noch immer aufdrehen. Nicht schlecht, ja. Das außerdem gehört es dazu, klar, zum Original-Look, kein Pedale dazu. Ja. Hast du den Dax Factory Anreißer eigentlich erwähnt vorher? Habe ich nicht erwähnt. Dax Factory Black Edition mit Air Intake. Ja, passt gut dazu, zu einer schwarzen Optik. Ja. Dax Factory Seilzugstarter, gell? Bestes, was es gibt. Dax Factory Qualität, garantierte Qualität. Und du hast deinen eigenen Seilzugstarter. Vor ein paar Jahren hast du da angefangen damit, gell? Und können die Leute alle schauen im DaxFactory.com Shop. Wenn du Anreißer haben willst, was nicht bei einem Airseil 72 anreißen, dann kauft es DaxFactory Anreißer. So ist es, dann kann ich nichts mehr sagen. Ja? Perfekt. Eigenlob stinkt sowieso, deswegen sagst du das am besten. Okay. Jawohl, dann gehen wir weiter. So, Fahrwerk, du hast Bremsen. Warum? Es ist gerade so der Trend, Scheibenbremsen aufbauen. Das ist aber bei dem Moped nicht der Fall, oder? Ich möchte das ja auch nicht so auffällig haben. Ja. Deswegen Originalbremsen. Ja. Einmal bremsen. Wenn man es richtig einstellt, wenn man gute Backe hat, geht es eine Zeit lang auch gut. Muss man halt ab und zu nachher tauschen. Okay. Aber du hast schon, ich bin schon auch schon Probe gefahren, es funktioniert eigentlich recht gut, gell? Gängen gut. Am Anfang gingen sie immer gut, aber. Ja. Schauen wir, wie es nach dem Motor ist. Das ist wurscht. Kannst du ohne Bremsen nachfahren. Ja. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Features, was wir vorher erwähnt haben. Raketenabwehrsystem, was gibt es noch alles? Hinter war ein Atomreaktor drin für ausreichend Spannungsversorgung. Ja. Wo kriegt man den Atomreaktor? Das kann ich nicht sagen. Okay. Russische Beziehungen. Jawohl! Okay. Ja, und da hast du so ein paar Features eingebaut, gell? Was zum Beispiel? Ja, Fernlicht und Hupen. Ja. Ich würde da kein Kabel aufziehen allgemein zum Lenker. Ja. Deswegen habe ich mir was überlegt, wie kann ich das lösen. Bin nachher auf die Idee gekommen mit einem Sensor, mit einem kapazitiven. Der Text gibt alles. Ja. Passt genau schön seitlich einer in die Real. Und das heißt, wenn ich jetzt leicht aufgreife, auf die Lenkerenden, links ist Fernlicht zum Umschalten und auf der rechten Seite die Hupen. Okay, nicht schlecht, ja. Auspuff? B8 vom Buchshop. Ja. Schwarz lackiert. Ja. Laut, aber passt gut zum Zylinder. Also, okay. Draht auch schön raus. Mhm. Das ist eine gute Kombination. Ketten. Ja. Ist auch speziell. Ja. Schaut, dass das leise ist und standfest. Deswegen habe ich auch Ketten mit O-Ringe verbaut. Ja. Das war nicht so einfach zum kriegen für die Originalbreite 4,15, aber haben wir gekriegt, haben wir oben und ist robust und wartungsfrei. Okay, wartungsfrei sogar. Mhm. Ja. Also Ketten mit O-Ring, Dax Factory, könnt ihr noch was lernen, sage ich. Du hast einen Haufen Gepäcksträger und sowas oben, gell? Was hast du da vor? Ich glaube, da kommt noch was, gell? Was jetzt nicht mehr rechtzeitig. Das wird ein Maxi, eigentlich, gell? Das wird ein Maxi, was nie ganz fertig wird. Ich glaube, da kommt immer noch was dazu. Ja. Aber unter anderem, was noch unterwegs ist, sind hinten zwei, so ungefähr die Dimension, Ledertaschel, was links und rechts am Backeltrager aufgekommen. Für ausreichend Stauraum, Regenjacken, Handschuhe, Benzin. Ja. Alles, was man braucht. Alles, was man mitbraucht für seine Ausfahrt. Also, ihr habt es gehört, das Maxi ist quasi die Kathedrale von Barcelona, wird nie fertig werden, hundertprozentig, wird die nächsten 100 Jahre im Bau sein. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich alles jetzt einmal so grob durch, gell? Ja. Batteriesystem habe ich auch noch verbaut. Achso, ja, genau, Batteriesystem, ja. Hinterher wäre eine schöne Batterie, eventuell kommt dann eine andere. Ja. Ein Akku-Bett, was man gar nicht so viel sieht unter der Sitzbahn. Mit USB-Anschlüsse und Handyladen. Ein paar Sachen habe ich noch vor. Ja. Aber der Großteil ist fertig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, geiles Maxi auf jeden Fall. Wir werden jetzt noch schauen, dass uns der Lenz ein paar hinter der Kamera einen richtig geilen Mofa bauen. Wie hast du vorher gemacht? Hop in the car, watch it go vroom. Vroom. I told him all that I'll be soon.
song. New as a child, back in the womb. Oh, told him step back, I need my broom. Room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running them fumes. Told them way back, it's something new. It's me a damn, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Zum Schluss, ja, freut mich, wenn wir uns auf der nächsten Ausfahrt sehen und ein paar Kilometer gemeinsam runterfahren können und danach ein Bierle zwitschern. Let's go!